Ich habe schon mehrere Auslandseinsätze gemacht und zwar waren alles davon Workcamps, sprich Kurzzeiteinsätze. Der erste war in Litauen vor einigen Jahren, am zweiten habe ich in Indien in Pondicherry gemacht und am dritten heuer im Sommer in Peuerbach in Oberösterreich. Workcamp bedeutet ein Kurzzeiteinsatz, das heißt, die dauern normalerweise 2 bis 4 Wochen. Du triffst dich dann eine internationale Gruppe an Leuten, das heißt, die kommen von verschiedenen Ländern zusammen zu dem gleichen Projekt. Und dort wird dann gemeinsam an einem sozialen Projekt gearbeitet, die meiste Zeit. Ein soziales Projekt bedeutet aber nicht, dass da in diesem Kontext gearbeitet wird, sondern es sind die Organisationen, die unterstützt werden. Also zum Beispiel in Litauen haben wir eine Integrationsschule renoviert, jetzt in Peuerbach an einem Umweltbildungszentrum gearbeitet oder in Indien in Pondicherry habe ich in einer NGO für Frauen- und Kinderrechte mitgearbeitet. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich kann es nicht an einem schönen Erlebnis festmachen, sondern es geht mehr so um das gesamte Paket, das so ein Workcamp mit sich bringt. Also ich habe es immer wahnsinnig genossen, die Gruppe so zusammenwachsen zu sehen während dieser Zeit und so motiviert an einem Projekt zu arbeiten. Also dass man sieht, da entwickelt sich so die spannende Dynamik, die voll feine Erlebnisse bietet. Also man kriegt dann so ein Gefühl, was man alles bewirken kann und wie man über sich hinauswachsen kann und was man da zusammen alles schaffen kann. Und das alles mit dem Hintergrund, bei einem sinnvollen Projekt mitzuarbeiten und da sinnstiftende Arbeit aus Solidarität zu leisten, ist was Wunderbares. Also ich glaube, das ist das, was mich am meisten daran fasziniert. Das hat mir tatsächlich ein Freund erzählt. Also da habe ich mich gar nicht groß selbst informiert. Ja. Ja, wie? Ja, hat mich ganz bestimmt verändert. Es hat mir die Augen geöffnet, was nicht alles selbstverständlich ist, was ich in Österreich schon immer so wahrgenommen habe. Es hat mir gezeigt, es lehrt an Länder auf eine ganz eine echte Art und Weise kennenzulernen, weil man da mit Leuten in Kontakt ist, die nicht die für Touristen aufpolierte Version von einem Land präsentieren. Man kriegt viel von der Soziallandschaft mit in einem Land, man kriegt viel von den Projekten selber mit und deren Schwierigkeiten oder Herausforderungen oder Sachen, die super laufen. Und das unterscheidet sich schon manchmal gravierend von dem, was wir bei uns gewöhnt sind. Und insofern hat es mich einerseits sehr dankbar gemacht für das, was ich habe und was ich für selbstverständlich also empfinde. Und gleichzeitig, ja, also ich hab Länder sehr echt kennengelernt. Ja. Informiert euch gut und lest euch gut ein. Gerade Workcamps sind dieser Tage was sehr Brisantes. Also Voluntourismus ist definitiv ein Thema, das man ernst nehmen muss. Also bitte informiert euch gut über die Organisationen, mit denen ihr unterwegs sein möchtet. Und lest euch ein, nehmt Kontakt mit denen auf und schaut, ob das zu dem passt, was ihr euch vorstellt. Ich habe zwei Gegenstände mitgebracht und mit beiden verbinde ich aber was ganz Ähnliches. Es geht bei beiden darum, um die Gruppe mit anderen Freiwilligen, mit denen ich dort unterwegs war. Das sind einerseits wir in Indien und die Inder stehen auf extrem kitschiges Zeug und wir haben in einem Copyshop diese Tasse drucken lassen mit uns. Und ich weiß nicht, ob ihr mal Life of Pi gesehen habt, Schiffbruch mit Tiger. Das ist tatsächlich der Tierpark. Der Park, so schaut der See in wirklich aus. Also wir haben das Touri-Programm auch gemacht. Und das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist ein Armband. Das ist von heuer im Sommer in Peuerbach und ist das Gleiche. Also wir sind dort so als Gruppe zusammengewachsen, dass wir beschlossen haben, wir brauchen ein Freundschaftsband. Und eine aus der Gruppe hat die dann dort vor Ort geknüpft und uns jedem geschenkt. Passt. So.